Hallo und herzlich willkommen zurück bei Real Nico und heute zum Thema des Tages unser neuer Sechser. Wer wird sein? Wer wird es werden? Wir gehen gleich ein bisschen drauf ein. Zunächst erstmal vielen, vielen lieben Dank gestern im Livestream auch an die Leute, die trotzdem da waren, obwohl mir es halt auch nicht so gut ging und der Livestream nicht so lange ging gestern. Ja, heute geht es mir ein Stück weit was besser. Ich denke aber, dass ich ein, zwei Tage noch so ein bisschen brauche und dann ja, wird es vielleicht am Wochenende auch dann den nächsten Livestream geben. Ja, kommen wir aber zum Thema des Tages, das Wichtige in diesem Video, nämlich unser neuer Sechser. Kofeld hat ihn ein bisschen beschrieben. Die Zeitschriften haben so ein bisschen, sag ich mal, alles, was Kofeld gesagt hat, zusammengefasst und haben daraufhin beschlossen, könnte die Beschreibung auf Lemina sein. So, jetzt ist die Frage, was genau brauchen wir, was genau wünschen wir, was genau hat Kofeld gesagt? Also, wir reden davon, also die Rede davon ist, dass wir einen klassischen Sechser brauchen. So wie ich es auch gestern schon beim Livestream erwähnt habe, wie ich es auch eigentlich schon die letzten Wochen die ganze Zeit gesagt habe, wenn die Frage kam, welchen Spieler oder welche Position würdest du dir gerne wünschen, habe ich die ganze Zeit gesagt, für mich wäre es schön, noch einen Außenverteidiger zu holen, der auf beiden Positionen spielen kann und einen klassischen Sechser. Jetzt ist es der klassische Sechser geworden. Wer es genau wird, werden wir in den nächsten Wochen, nächsten Tagen erfahren. Ich denke aber eher in den nächsten Wochen als in den nächsten Tagen. Leider. Und sollten wir irgendwelche Chancen, warum auch immer, wie auch immer, auf Lemina haben, wäre das der beste Transfer, den wir hätten, also machen könnten. Definitiv. Wenn Lemina verletzungsfrei bleibt, ist er bei uns, also würde der bei uns definitiv absoluter Stammspieler werden und durchgehend hinweg auch spielen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Mit Eras, ich habe ja schon euch so ein bisschen, seht ihr, da ist auch schon die Müdigkeit, wenn ich an Eras denke, meine Meinung dazu gesagt. Eras ist für mich kein klassischer Sechser, mit Sicherheit jemand, der sehr defensiv denkt. Da gebe ich euch recht, wenn man an klassische Sechser denkt. Aber sehr undynamisch, diese, also allgemein die Beweglichkeit, also egal ob jetzt in den Bewegungen selber oder auch im Spiel, wenn er nicht am Ball ist, das ist alles irgendwie, weiß ich nicht, ganz, ganz schwierig. Auch schwierig zu beurteilen. Ich bin gespannt, wie es in der Bundesliga wird. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, für mich ist Eras ein Spieler, der sich vom defensiven Mittelfeld zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und von da aus sein Spiel macht und das zu Kofelds Spielstil passen würde, wenn wir mit 5er-3er-Kette spielen werden. Dann denke ich, wird Eras seine Chancen kriegen, sonst sehe ich das schwierig. Denn wenn wir einen klassischen Sechser holen, der die Position auch wirklich übernimmt, ähnlich jetzt wie Lemina in dem Fall oder in dem beschriebenen Fall, dann würde das Ganze sich ein bisschen verändern, denke ich, in der Grundformation. Ich denke nicht, dass wir dann noch mit einer 3er-5er-Kette spielen würden. Aber gut, das werden wir sehen. Meiner Meinung nach ist auch ein Bomb jemand, dem ich sehr, sehr gerne nochmal Chancen auf der 6 geben würde, um zu schauen, wie er sich da wirklich macht, wenn er 2, 3 Spiele hintereinander auch mal vielleicht auf der 6 spielen kann einfach. Ja, ich denke, dass er uns eigentlich überraschen könnte und wir vielleicht auch damit einen guten Sechser im eigenen Kader haben. Nichtsdestotrotz, wenn ihr mich fragt, hör mal Nico, wen würdest du denn gerne auf der 6 haben wollen, wäre meine Antwort natürlich Lemina. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Spielertyp Sechser brauchen wir. Ich habe es ja gestern schon so ein bisschen verglichen mit dem Zerstörer. Also einen klassischen Zerstörer brauchen wir. Meiner Meinung nach natürlich nur. Einen klassischen Zerstörer, der natürlich auch ein bisschen Tempo mit sich bringt. Das Offensive würde ich gar nicht zu hoch bewerten. Wie Kofeld gesagt hat, dass man da auch Richtung 8 gehen könnte. So, sorry für den Cut. Ging halt nicht anders. Eggestein, Klaasen, Möwald, Woltemade, der im Zentrum auch neuerdings spielen kann, Bittencourt. Also auf der 8 haben wir potenziell Spieler, die da spielen können oder die auch da spielen werden. Mit Eggestein, Klaasen, wie gesagt, haben wir Leute, die da die Kilometer sowieso hoch und runter rennen. Ich denke eher, dass wir einen klassischen Sechser holen sollten oder bevorzugen sollten. Einen Zerstörer alias Arturo Vidal als Beispiel. Jemand, der auch mal dazwischen haut, jemand auch mal, der brüllt, was sagt, Kommandos gibt. Das Spiel natürlich auch von hinten heraus so ein bisschen eröffnet, mit einem gewissen Tempo, aber keinen Standspieler, der, ja, sag ich mal jetzt verglichen mit Eras ähnlich ist. Also das würde ich definitiv nicht machen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch gerne Namen in die Kommentare. Wir können gerne darüber diskutieren.
Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, wen ihr euch vielleicht sonst gewünscht hättet für positionsmäßig. Rashica wird ja wahrscheinlich jetzt erstmal bleiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin und ciao.